Ideallift, den ich mir vorstellen könnte, der hat sicher Blingenschrift oder Reliefschrift, damit ich auf den Knöpfen lesen kann, in welchem Stockwerk das er mich führt. Und dann, was dort sicher auch ganz fest hilfreich ist für meine eigene Situation, ist die Stockwerkansage. Dass es mir auch gesagt wird, in welchem Stock bin ich angekommen. Gerade in einem Gebäude mit wirklich ganz vielen Stockwerken ist es ganz, ganz schwierig, wenn ich zum Lift auskomme, zu erkennen, in welchem Stock ich bin. Und je nachdem, wenn das ein Gebäude ist, wo jeder Stock noch gleich aussieht, dann wird es dann schon schier unmöglich, mich dort zurechtzufinden ohne fremde Hilfe. Ich persönlich bin eigentlich gar nicht ein Liftfahrer. Ich bin wirklich mit den Stegen für mich persönlich besser bedient. Zum einen aus dem Grund, weil ich einfach beim Lift nie weiss, wie er wirklich funktioniert. Und gerade im öffentlichen Raum weiss ich nie genau, was ich für eine Liftanlage antreffe, ob sie mir dann wirklich mit Sprachausgabe sagt, in welchem Stockwerk ich bin. Stockwerk 5. Türen öffnen sich. Für die Stegen laufen an sich habe ich dann meinen weißen Stock dabei. Den ich vor mir habe, der schlägt dann immer an die nächste Stufe an. Und so merke ich dann auch gut, wenn die Stege fertig ist, wenn die dritten aufhören. Aber natürlich auch so Sachen wie, dass die Stege eigentlich geschlossen sollten sein, also dass man nicht Gefahr läuft, dass der Weissstock bricht zum Beispiel. Das sind sicher Sachen, die sind sehr hilfreich. Es hängt aber immer sehr stark von der jeweiligen individuellen Situation ab.